Diese Netzeffekte haben nun ganz erheblichen Einfluss auf die Softwaremärkte. Und der aus meiner Sicht wesentlichste Punkt ist der, dass es sich bei Softwaremärkten um sogenannte Winner-Takes-it-All-Märkte handelt. Also schauen Sie sich einfach mal, also Winner-Takes-it-All-Markt heißt schlicht und ergreifend nichts anderes, als dass Sie häufig so eine Tendenz in Richtung eines Monopols beobachten können. Also auch wieder Microsoft ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Beispiel. Vor einiger Zeit gab es da noch eine ganze Menge von Konkurrenten, so im Spreadsheet-Markt vielleicht Lotus 1, 2, 3 oder im Bereich Textverarbeitung gab es WordPerfect. Und das ist letztendlich alles sozusagen, diese Konkurrenten sind mehr oder weniger alle verschwunden oder noch Multiplan, glaube ich, gab es mal. Nee, das ist ein schlechtes Beispiel jetzt. Also Tendenz zu einem Monopol können wir da letztlich beobachten. Und in diesem Office-Bereich ist letztlich die Open-Source-Community ist praktisch der einzige Wettbewerber, der für Microsoft noch verblieben ist. Oder ähnlich, wenn Sie sich die Konsolidierung auf dem ERP-Markt anschauen. Da gab es auch vor einigen Jahren, gab es eben neben SAP, gab es natürlich Oracle, es gab Bahn, es gab PeopleSoft, es gab JD Edwards. Da hat eine heftige Konsolidierung auch stattgefunden, sodass heute an für sich nur noch SAP und Oracle als große Player dort übrig geblieben sind. Und da spielt die, es gibt zwar auch Open-Source-Lösungen für diesen ERP-Markt, die aber nach wie vor keine große Rolle spielen. Ja, der zweite Punkt hier auf der Folie ist dieses Network Markets are tippy. Das heißt nichts anderes, das kann man simulativ zeigen, was wir hier jetzt nicht machen wollen, ist, dass es sehr, sehr häufig passieren kann, dass kleinste Änderungen im Markt letztlich dazu führen, dass sich genau einer von mehreren Softwareanbietern, von mehreren Standards durchsetzt und dass es dann praktisch so einen Punkt gibt, wo sich dann alle Nachfrager, die vielleicht zwischen zwei verschiedenen Standards oder zwei verschiedenen Softwareplayern, Oracle, SAP, könnte hier so ein Beispiel sein, auf einmal alle sozusagen sich für einen dieser beiden Standards entscheiden und der andere dann letztendlich hinten runterfällt. Und dieses Prinzip, wie es zu solchen Winner-Takes-it-All-Märkten kommt und auch zu so einem Lock-in-Effekt, kann man sich ganz schön anhand des sogenannten Pinguin-Effektes verdeutlichen. Der Pinguin-Effekt sagt Folgendes und der wird auch in der Natur beobachtet. Also da stehen so eine Menge von Pinguinen, stehen am Rand von so einer Eisscholle und unten schwimmen eine Menge von Fischen herum. Und da gibt es sowohl Raubfische, die die Pinguine fressen könnten, als auch Fische, die sozusagen Futter für die Pinguine sind. Ja? Und die stehen dann hier praktisch dann hier oben auf dieser Eisscholle, gucken sich an und dann gibt es genau zwei Phänomene, die man beobachten kann. Entweder die bleiben alle oben stehen oder einer traut sich runterzuspringen und wenn der eine anfängt runterzuspringen, springen die meisten anderen dann sozusagen hinterher. Und das wäre genau natürlich dann die Analogie zu dem Netzwerkeffekt, dass die Koordination der Marktteilnehmer, so wird es in der Ökonomie dann genannt, praktisch der wesentliche Punkt ist, ob ein neuer Standard sich entsprechend durchsetzen kann. Und da komme ich nochmal zurück zu dem Beispiel, was wir da anfangs hatten. Eine Menge von Studenten entwickeln jetzt eine Office-Software, die viel besser ist als die Microsoft-Software beispielsweise. Und dann würden wir praktisch alle, oh, das ist aber eine schöne Office-Software, dann würden wir praktisch alle auf der Eisscholle stehen, würden uns angucken. Die Wahrscheinlichkeit wäre relativ hoch, dass keiner von uns springt, weil keiner an den Markterfolg dieses neuen Unternehmens eben glaubt, sondern die werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie, so wie Microsoft auch, den Kunden eben tatsächlich Netzeffekte anbieten können. Ja, das heißt, wenn der eine springt, dann springt der andere eben hinterher. Und so auf diese Weise lässt sich eben zum einen dieses Phänomen des Winner-Takes-it-All-Marktes erklären und zum anderen lässt sich damit auch erklären, was wir natürlich auch oft beobachten können, dass es auf allen Märkten, wo es solche Netzeffekte letztlich gibt, so eine Tendenz dazu gibt, dass die Wirtschaft oder der Markt in dem jetzigen Zustand verharrt, dass also es einen neuen, besseren Standard gibt, der sich aber letztendlich nicht durchsetzt, weil die Pinguine nicht springen. Hm.
Daraus wiederum können Sie auch wieder eine Vielzahl von Strategien für die Softwareindustrie ableiten, auch wieder Richtung Preisstrategien, aber auch eben entsprechend in Richtung Übernahmestrategien, Kooperationsstrategien. Mit welchem Unternehmen tue ich mich zusammen, übernehme es vielleicht, kooperiere vielleicht, um entsprechend diese Netzeffekte zu generieren, die in einem solchen Markt eben ein entsprechend großer Wettbewerbsvorteil sein können. Das wären so ein paar ganz ausgewählte ökonomische Prinzipien der Softwareindustrie. Und jetzt würde ich an den Markus Schief übergeben, der jetzt da tiefer reingeht in das Thema und insbesondere uns etwas über Geschäftsmodelle in der Softwareindustrie erzählen wird. Gut, herzlichen Dank für die Einleitung. Ich denke, das war eine sehr schöne Einführung in das Thema zur Softwareindustrie. Und wir werden jetzt im Folgenden darauf aufbauen und insbesondere den Fokus auf die Geschäftsmodelle in der Softwareindustrie richten. Das sieht folgendermaßen aus. Erst möchte ich mal die Vision skizzieren, die wir uns auch vorgestellt haben, was wir erreichen möchten. Dann das konkrete Konzept, auf dem dann später auch die Inhalte aufbauen werden. Dann werden wir eine Referenzdatenbank präsentieren, Referenzdatenbank, der Name sagt es, denke ich schon. Wir sammeln auch Geschäftsmodelle, weil das Interessante ist natürlich immer nicht nur sein eigenes Geschäftsmodell zu entwickeln, sondern man möchte ja auch gerne sich vergleichen, sehen, wie andere Wettbewerber oder vielleicht auch Partner aufgestellt sind. Und daher denken wir, dass auch diese Referenzdatenbank da einen ganz maßgeblichen Beitrag zu leistet. Und zu guter Letzt ist es so, dass wir die Konzepte nicht nur in der Schublade bei uns haben, sondern wir arbeiten auch gerade daran, diese Erkenntnisse und Daten, die wir sammeln, auch in einer einfach konsumierbaren Form zur Verfügung stellen zu können. Das ist dann der sogenannte Business Model Wizard. Wir haben da auch eine erste Version schon bei der CeBIT vorgestellt dieses Jahr und arbeiten gerade an der Online-Version, mit der wir, sofern alles klappt, Anfang August live gehen möchten, sodass dann sozusagen auch über das Internet auf das Tool zugegriffen werden kann. Gut, bevor ich in die Vision einsteige, möchte ich sozusagen auch nochmal auf dem Status quo beginnen. Und zwar ist es so, dass das Thema Geschäftsmodelle, denke ich, sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft über die letzten Jahre deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Ich denke, dass der Begriff Geschäftsmodelle kommt häufig in der Presse vor, ist aber auch in wissenschaftlichen Publikationen immer mehr verbreitet. Aus der wissenschaftlichen Sicht ist es so, dass es eigentlich in den Mitte der 90er Jahre begonnen hat. Ich habe hier rechts oben auch mal abgetragen die Anzahl der Publikationen, die sich im Zeitverlauf zu dem Thema Business Model ergeben haben. Und da sieht man schon deutlich den Anstieg gerade in der letzten Dekade, dass das ein Trendthema ist. Aber wie gesagt, das sieht man auch in der Praxis, ich denke, in vielzahligen Artikeln, sei es im Internet oder auch in den Fachzeitschriften, kommt dieser Begriff Geschäftsmodell auch oft in Bezug auf Innovation vor. Und ich denke, das repräsentiert dann also auch hier die wissenschaftliche Seite. Prinzipiell ist es so, der dritte Punkt ist interessant, obwohl der Begriff Geschäftsmodell en vogue ist, ist es doch auch so, dass es wenig Konsens darüber gibt, was ein Geschäftsmodell denn jetzt eigentlich ist. Oftmals sieht man auch, dass der Begriff recht schwammig verwendet wird, teilweise synonym mit Produktinnovation oder ähnlichem oder mit dem Erlösmodell. Und von daher muss man also auch immer ein bisschen schauen, auf welcher konzeptuellen Ebene man eigentlich über dieses Thema spricht und ob man wirklich Geschäftsmodell in der Ganzheitlichkeit, was es auch darstellt, trifft oder ob man eigentlich nur einen Teilaspekt dessen gerade betrachtet. Prinzipiell ist es so, dass es den Herrn Alexander Osterwalder gibt, der ist relativ bekannt in dem Bereich Geschäftsmodell, es war einer der ersten, der auch damit sozusagen in die Öffentlichkeit gegangen ist. Der hatte seine Dissertation, ich glaube 2004 oder 2005 dazu abgeschlossen, hat also auch akademisch dazu publiziert und ist heute, würde ich sagen, einer der bekanntesten Referenten auch zu dem Thema Geschäftsmodelle. Hier sieht man seine Definition, die möchte ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Prinzipiell sieht man aber darin, dass es um verschiedene, sage ich mal, Komponenten geht eines Geschäftsmodells. Es geht sowohl um die Value Proposition, also was ist denn eigentlich der Mehrwert, den ich liefere. Dann geht es aber auch darauf, wie ich diesen Mehrwert erstelle und auch
zu guter Letzt natürlich um die Erlöskomponente, also wie schaffe ich es dann auch entsprechend Umsatz für meine Produkte und Services zu generieren. Ich möchte jetzt hier nicht auf alle weiteren Publikationen dazu eingehen. Ich habe hier mal rechts unten eine kleine Tabelle dazu abgetragen. Da gibt es auch eine sehr schöne Publikation, die das zusammengefasst hat. Von daher kann man sich auch je nach spezifischem Interesse darüber dann raussuchen, welche konzeptionelle Grundlage denn vielleicht die richtige für den jeweiligen Betrachtungszweck ist. An der Stelle möchte ich jetzt aber sozusagen auf den allgemeinen Stand verlassen und auf die Softwareindustrie übergehen. Ich hatte erwähnt, ich möchte mit der Vision anfangen. Das sind, sage ich mal, so Fragestellungen, die wir uns auch gestellt haben, die auch oft sich Praktiker stellen, und die sind wie sozusagen unser Leitmotiv, Leitstern, anhand deren wir sozusagen auch unsere Aktivitäten ausrichten. Ich denke, eine ganz zentrale Frage ist natürlich, wie kann ein Geschäftsmodell für meine Innovation aussehen? Also wie kann es natürlich auch für mein bestehendes Geschäft aussehen? Aber gerade wenn ich auch eine neue Produktidee habe, kommt neben der technischen Seite auch immer die Kehrseite der Medaille. Wie sieht denn auch die Geschäftsvision dazu aus? Und beide Dinge müssen nun mal zusammenpassen, damit es am Schluss aus einer Invention auch wirklich eine Innovation wird, die dann auch am Markt den Erfolg hat. Eine zweite Frage ist, wie kann ich denn mein Geschäftsmodell auch ausdrücken, explizieren und auch kommunizieren? Oft sieht man es, dass es recht schwer fällt, diesen Begriff Geschäftsmodell dann auch in Worte zu fassen, das klar zu kommunizieren. Und von daher sind wir also auch bestrebt, an einer einheitlichen Beschreibungssprache zu arbeiten, die dann zwischen verschiedenen Akteuren auch einheitlich interpretiert werden kann. Dann kommen natürlich solche Fragen, Professor Buxmann hat es vorher schon angesprochen, gerade wenn man auch an Partnerschaften denkt, wie können denn eigentlich komplementäre Geschäftsmodelle oder auch kompatible Geschäftsmodelle von zum Beispiel Partnerunternehmen aussehen? Und das ist, denke ich, auch immer wieder eine Frage. Man kann sich ja nicht so siloartig nur das eigene Unternehmen anschauen, sondern man muss natürlich auch schauen, wie das eigene Geschäftsmodell in die Landschaft passt. Man kann sich mit Wettbewerbern vergleichen, aber auch mit Partnern. Die wesentliche Frage, auf die es dann ja im Endeffekt immer hinausläuft, ist dann, was bedeutet eigentlich mein Geschäftsmodell dann auch für meinen monetären Erfolg? Also wir wollen nicht nur Geschäftsmodelle beschreiben, sondern wir wollen auch schauen, welche Geschäftsmodelle sind denn dann auch erfolgreicher als andere. Und das ist dann zum Beispiel eine Grundlage auch dafür, dass ich mir solche Fragen stellen kann wie Make, Ally or Buy. Also möchte ich überhaupt in ein Geschäftsfeld selbst reingehen, dort es selbst entwickeln? Möchte ich vielleicht auf eine strategische Partnerschaft meine Aktivitäten ausrichten oder gar vielleicht auch ein Unternehmen zukaufen? Professor Buxmann hat vorher schon auch diese Konsolidierungswellen erwähnt. Also gerade Mergers und Acquisitions ist ein ganz zentrales Thema in der Softwareindustrie. Es ist mittlerweile die Industrie mit der höchsten Anzahl an Unternehmensübernahmen. Von daher ist gerade dieser Begriff Buy, also diese Strategie, natürlich auch ein ganz zentraler Faktor. Und deswegen auch der letzte, ich habe es schon vorweggegriffen, wie kann ich denn auch meine Unternehmensübernahmen analysieren bzw. so definieren, damit sie möglichst erfolgreich sind. Und da kommt natürlich auch mal wieder dieses Thema Geschäftsmodell zum Tragen. Wenn ich ein Unternehmen übernehme, passen unsere Geschäftsmodelle zusammen oder auch nicht? Oder welches Ziel ist denn vielleicht am potenziell erfolgreichsten? Das sind so grob die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen und die sozusagen auch für uns die Zielvision darstellen.